Immer mehr alte und kranke Menschen sind auf Hilfe vom Staat angewiesen. Ende vorigen Jahres erhielten knapp 900.000 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter und wegen dauerhafter Erwerbsminderung. Damit stieg die Zahl der Empfänger im Vergleich zu 2011 um 6,6%, ein Höchststand seit Einführung der Grundsicherung 2003. Die Betroffenen sind entweder auf Dauer zu krank zum Arbeiten oder können von ihrer Altersrente nicht leben. Werner Dahl kommt jeden Tag hierher, in das Café mit Herz im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Warme Getränke und kostenloses Mittagessen, für ihn überlebenswichtig. Jahrelang arbeitete er als Lagerist, seine Rente heute 635 Euro, das ist unter dem Existenzminimum. Da muss man sich einteilen, da gibt es gar nichts anderes. Da muss man mit auskommen, wenn man nicht mehr hat. Immer mehr Senioren geht es wie Werner Dahl. Sie beantragen deshalb staatliche Hilfen, die sogenannte Grundsicherung im Alter. 382 Euro zusätzlich im Monat plus Miete und Krankenversicherung. Für die zunehmende Altersarmut machen Experten zum einen das sinkende Rentenniveau verantwortlich. Zum anderen verändert sich der Arbeitsmarkt in Richtung eines Niedriglohnsektors, der das Haupteinfallstor für Erwerbsarmut und spätere Altersarmut ist. Und wenn sich an dieser Situation nichts verändert, wird das Problem eher zunehmen als abnehmen. Mehr vollwertige Arbeitsplätze und mehr Geld für die Grundsicherung fordern Sozialverbände. Allerdings. Wenn man sich im Moment die Koalitionsverhandlungen anschaut, dann kann man skeptisch werden. Wenn Steuererhöhungen gleich von vornherein abgeräumt werden als ernsthaftes Thema, dann ist in der Tat völlig unklar, wie eine bessere Altersgrundsicherung und vieles andere, was notwendig wäre, um Armut zu verhindern, überhaupt finanziert werden soll. So wie Werner Dahl werden wohl bald mehr Senioren hierher kommen. Das Café mit Herz hat sich auf weitere Hilfsbedürftige eingestellt.